Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Rome 2 Total War Online Battles. Ein weiterer Part Online Battles, genau. Zu einer weiteren Ausgabe von Wie verscheiße ich die Begrüßung? Mit The Mighty and All Knowing Fish of the Blacks, auch bekannt als Fighting Joe. Und jetzt hatte ich so eine schöne Einleitung und dann kommt da überhaupt nichts. Das ist aber auch schade. Ach ja, genau. Es geht ja um eine Schlacht. Ganz vergessen. Genau. Tatsache ist, was wollte ich denn jetzt? Genau. Spaß beiseite. Sweden versus Ikena. Habe ich gerade Spaß beiseite gesagt und dann sage ich soeben versus Ikena. Ein Match zwischen mir und VLR Mr. Nice Guy, aka der Herr der Geschenke, aka Micha. Oder auch Dat Micha. Ja, und der hat sich für die Ikena entschieden. Ich habe mich für die soeben entschieden. Was spiele ich denn? Schwertmeister, Odin Speere, dreimal Rundschildkämpfer, Odin Speere, Schwertmeister. Dreimal. Britten, germanische Kundschafter. Nochmal Schwertmeister als General. Zweimal die Jagdreiter. Fünf germanische Steinschleuderer. Und das war's. Bild habe ich inzwischen auch ein bisschen umgestellt, aber okay. Micha spielt dagegen mit fünfmal bemalten in der ersten Linie. Riss kann, aber kann klappen, gerade gegen die soeben. Streitwagen. Hier heroischen Adligen und auserwählten Schwertern wahrscheinlich. Oh ne, nur einen. Auf der Flanke noch heroische Adlige, dann auserwählte Schwerter. Dafür ist der General heldenhafte Reiter. Hier nochmal heldenhafte Reiter und zweimal Veteranenkavallerie, also eine sehr starke Kaff. Ja, und dahinter Speerband. Nicht mal Herband, Speerband. Na, ja, hier sind zwei Herber, ne? Aber dreimal Speerbanden, die sollen wahrscheinlich einfach Speere werfen. Ich hätte es getauscht, ich hätte die Speerbanden nach vorne gestellt, die können dann den Beschuss besser abfangen, aber gut, wer rechnet auch mit so viel Schnellschlag dran hier. Ja, interessantes Manöver von Michael. Man erkennt, was er will. Er möchte hier durchziehen, durch die Lücke, die ich ihm biete. Das Problem ist, das muss konsequenter sein, hätte er einfach mal den Charge auf die Steinschleuderer setzen können, die ja sehr, sehr gut sind, durch ihren hohen Schildwert. Kann man ganz kurz pausieren. Diese freundlichen Herren hier habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Schildwert von 20, das ist geil. Mart. Interessant, übrigens, muss man mal erwähnen, die Streitwagen. Zieht dann nach ganz hier hinten. Und das ist, möchte ich mal sagen, gar nicht so ein doofes Manöver, wie es scheint. Also nochmal ganz kurz, um das zu erklären. Denn die Streitwagen können nichts, wenn man sie einsetzt wie andere Streitwagen. Die haben, die können auch, wenn sie irgendwo durchreiten, Schaden verursachen. Aber die sind viel fragiler. Das heißt, sie müssen zu einem viel späteren Zeitpunkt kommen. Hätte ich jetzt hier nicht die Kaff frei gehabt und hätte Sulla die noch ein bisschen, Micha die noch ein bisschen besser schützen können oder abfangen können, dann hätten diese Streitwagen da richtig Schaden machen können, denn die sind perfekt, um sowas wie germanische Steinschleuderer zu jagen. Interessant ist hier, dass Micha eben auf meine Rundschildschwertkämpfer prallt. Die Rundschildschwertkämpfer sollen sterben. Das ist der Sinn, denn ich möchte ihn fangen und dann zerstören. Interessante Relation zu meinem Athenbild aus der Schlacht davor. Denn da basiert das Ganze auf einem ähnlichen Konzept. Also ich möchte wieder über die Flanken kommen. Und gerade gegen die Bemalten ist das natürlich, ist das schon hart mit den Steinschleuderern, wenn die da richtig zur Geltung kommen. Und jetzt sehen wir hier gleich auch den ersten Zusammenstoß. Ich fokussiere das jetzt viel mehr. Ich habe dann in der Schlacht überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe nur den Angriffsbefehl gesetzt, sieht man ja auch. Ich versuche hier gar nicht auf Abfangkurs zu gehen. Sehen wir den ersten Charge. Ich habe einen Bonus gegen Groß. Ich sollte zumindest ein bisschen Hitpoint-Damage bei den Streitwagen machen. Aber ihr seht, ich verliere eigentlich nur Jagdreiter. Geil, ne? Hier läuft es im Zentrum. Im Zentrum, ja. Ich laufe weg, so gut ich kann. Hier haben meine Schwertmeister aus der Welt Schwertbande gestellt. Das müsste funktionieren. Hier halten meine Odin-Speere natürlich ziemlich gut aus.
Und ich kann wunderschön hier die Helden auf Breiter beschießen. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ich spiele ja nicht so häufig, das merkt man natürlich. Aber es ist nur eine schöne Schlacht, möchte ich einfach mal so sagen. Und ich hatte dann gedacht, okay, gut, dann laufe ich jetzt mal hier rein. Jetzt merkt er es und zieht die heldenhaften Reiter vor. Die haben natürlich zu stark Verluste erlitten, aber egal. Was nicht ist, kann ja noch werden. Und wie läuft es hier hinten? Hat er Streitwagen verloren? Okay, er hat 4 Streitwagen verloren. 7 Streitwagen verloren. Und dafür eine Einheit Jagdreiter ausgeschaltet. Das ist gut. Die Frage ist jetzt natürlich, wie hält er aus gegen ein paar Salven? Okay, jetzt sehen wir nämlich das Problem. Wie hält er aus gegen ein paar Salven Steinschleuderer? Nicht gut. Und ihr seht auch, die Streitwagen sind sehr leicht. Die fahren durch diese lockere Formation eher durch. Aber ja, töten doch noch gut. Töten gut. Das Problem ist eben, dass hier im Zentrum schon alle Infanterie gebrochen ist, denn die Bemalten sind nur gut als Schockinfanterie. Und ich habe hier mit meinen Odin-Speeren diese Killer-Komponente mit auserwählten Schwertern und heroischen Adligen einfach ausgebremst. Was natürlich auch nicht so optimal ist. Ja, die Streitwagen gehen mit 175 Kills vom Feld. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Damit kann man leben bei dem Preis. Geht natürlich immer besser, aber. Ja, jetzt hat mein General hier einen winzigen Moment gezögert, aber. Naja. Ja, und da sehen wir es einfach. Die Kavallerie hier kann ich kriegen. Bell könnte sie auch wieder rausziehen. Macht er wahrscheinlich gleich auch. Ihr seht's. Kann jetzt eigentlich von Michas Seite aus wenig noch passieren, denn ich habe noch Steinschleuderer. Drei Einheiten. Die haben hier hinten noch ein paar heldenhafte Reiter mit 70 Mann auf dem Korn und ja, das ist dann halt dieses, ne, Cap is Cap oder Kerb is Kerb, je nachdem. Dieses Sueben-Bild gefällt mir übrigens besser als alle bisherigen Sueben-Builds, die ich habe. Ich habe es noch ein bisschen umgestellt, vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit der neuen Version schon eine Schlacht geschlagen. Also ich habe da noch ein, zwei Verbesserungsvorschläge. Ich glaube, einen habe ich damit. Weiß nicht, ob ich da das Replay habe, ob die Schlacht sehenswert ist. Die hier zeige ich wirklich vor allen Dingen erstmal. Einmal, weil A, so eben, das ist bei mir immer was Besonderes. Und B, ach, ich fand es einfach mal eine interessante Schlacht. Und ich wollte mal zeigen, was diese britannischen Streitwagen können. Und eigentlich hat Micha sie ja richtig eingesetzt, hat sie über die Flanke gezogen und ja, eine Einheit Steinschleuder ausgeschaltet. Oder fast ausgeschaltet. Wer glaubt denn, dass eine Einheit mit 25 Moral kämpft, bis sie 36 Mann hat? Manchmal möchte ich das Spiel auch gar nicht verstehen, weil ich mir denke, wenn ich es verstehen würde, dann würde ich schreien. Aber na gut. Es ist jetzt nun mal, wie es ist. Wir sehen hier die letzten Überreste, die noch aufgemobbt werden. Eigentlich eine gute Idee von Micha. Ich hätte, wie gesagt, die Speerkrieger in die erste Reihe gestellt und die Bemalten dahinter. Dann hätten sie wieder Schaden gekriegt. Aber ja, er ist eigentlich in die Falle getappt, hat sich auf mein Zentrum gestürzt, das eigentlich nichts ist. Und dann wurde er von den Flanken her aufgerollt. Ihr seht es ja auch, ne? 7, 3, 9 Kills. Aber dann hier an den Flanken die Einheiten, die richtig ausgeteilt haben, mein General. Und dann, das ist eben das große Problem von den Bemalten, auch von den Kriegern im ersten Ansturm sind die immer gut, aber ja, ohne große Rüstung kriegt man halt sofort Hitpoint-Schaden. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und ja, dann haben auch meine Steinschleuderer gar nicht so viel machen müssen. Hut ab von den Streitwagen, dass die noch 170 Kills gekriegt haben. Die hätten auch ein bisschen länger kämpfen können. Die sind aber mit 10 Wagen vom Schlachtfeld gefahren. War ein bisschen lau, aber na gut. Aber man sieht mal hier, die Kavallerie hat sich, gerade die Elite-Kavallerie hat sich für ihren Preis kaum gelohnt. Das ist teils, kann man jetzt natürlich argumentieren, dem Einsatz geschuldet, teils aber auch wirklich einfach ein Problem, dass Elite-Kavallerie gerade hat. Da lohnt sich, glaube ich, inzwischen mehr zumindest einen heldenhaften Reiter raus. Und wenn man Kavallerie spielen will, noch zwei Veteranenkavallerien rein. Elite-Infanterie auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen Infanterie mit mehr Rüstung, wie die auserwählten Schwertbanden beim nächsten Mal.
Die Bemalten sind halt keine Einheit eigentlich für die Linie. Die sind eine Einheit für die Flanken, für die zweite Reihe. Ja. Und das war's dann eigentlich auch schon. Ich kann nur noch mal sagen, GG, Micha, war eine schöne Schlacht. Die Schlachten davor und danach waren auch sehr schön. Und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Fighting Joe. Tschüss.